Verzeihen, ich war wohl ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Mir schien jedes Mrs. Van Hoppen. Eine Freundin. Ich bin angestellt bei ihr, als Gesellschafterin. Dafür zahlt sie mir 90 Pfund im Jahr. Ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen könnte. Was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Sie sind gestorben. Waren Sie schon einmal in den Bergen? Man hat eine fantastische Aussicht von dort. Nein, Mrs. Van Hoppen geht keinen Schritt aus dem Hotel. Na, dann vergessen wir doch das hier. Wir können ja irgendwo einkehren. Ja. Ach, was holt dich was zum Überziehen? Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das sein? Geht das an? Ist er freundlich oder flirtet er? Das ist doch nicht sein Niveau. Vielleicht doch interessant. Hab ich richtig gehört. Er macht heute einen Ausflug mit mir. Warum nicht? Allerhand kommt zu glauben, ist der Mann der Wind. Sie ist noch ein Kind. Ein dummes Ding. Seh ich nicht. Ich glaub nicht, dass er etwas von ihr will. Nennen Sie mich Max. So nennen mich alle meine Freunde.
Dankeschön für jede Stunde mit Ihnen.